Ich begrüße einen guten alten Bekannten, das ist Hasnain, ursprünglich Eltern aus Pakistan, lebt jetzt in Dubai und ist quasi aus Deutschland geflüchtet, kann man das so sagen? Genau, 10,5 Monate ist es nun her und ich bin immer noch hier in Dubai. Und wenn du mal Bilanz ziehst, bereust du diesen Schritt? Nein, bereue ich tue ich diesen Schritt auf keinen Fall. Du hattest aber einen guten Job in Deutschland. Du warst, glaube ich, bei BASF oder was? Nee, aber in derselben Branche, in der Chemiebranche, da habe ich als Global Sales Manager unter anderem gearbeitet. Und richtig gut verdient. Sehr, sehr gut verdient. Und ja, was soll ich sagen? Die Chemiebranche, man sieht, wo sie jetzt aktuell ist und wo sie hinsteuert, es geht bergab. Und da bin ich froh, dass ich den Absprung gewagt habe. Das heißt also, du hast gesehen, dass es mit Deutschland irgendwie bergab geht und dann den Entschluss gefasst, wegzugehen? Ja, also ich wollte auf keinen Fall weg. Auch jetzt, ich vermisse Deutschland sehr. Tatsächlich. Sehr. Meine Freunde sind da, meine Familie ist dort. Am liebsten würde ich in Deutschland weiterleben. Aber ich bin ein einfacher Mann. Ich will ganz normal arbeiten. Ich will ein gutes Gehalt dafür bekommen, für meine Leistung, die ich erbringe. Ein faires Gehalt für meine faire Leistung. Und dafür auch planbar leben können, wo meine Familie auch in Zukunft sicher leben kann, wo es einen guten Lebensstandard gibt. Und diese Planbarkeit ist in Deutschland aus meiner Sicht leider nicht gegeben. War damals nicht gegeben und jetzt aktuell sieht es noch schlechter aus. Ja, also damals heißt, als du gegangen bist. Genau, ja. Ja, ich habe das auch in so einem Video, beim letzten Video artikuliert, dass der steuerliche Aspekt überhaupt keine große Rolle mehr spielt, sondern der Sicherheitsaspekt für immer mehr Leute der Grund ist zu gehen. Es scheint bei dir auch so zu sein. Ja, also wenn man sieht, wie viel Steuern ich schon gezahlt habe in Deutschland, Steuern waren nie das Problem für mich, wirklich. Für mich war nur das Wichtige, Thema Sicherheit und Thema Planbarkeit, ja, auch was die Infrastruktur angeht und alles andere, auch Sicherheit jetzt nicht nur im Sinne von innere Sicherheit jetzt, was Kriminalität angeht, sondern auch was den Kriegsfall angeht. Ne? Also da scheint es auch so, als könnte in jederzeit Russland hier ausrasten und jetzt nach Deutschland kommen. Ja, oder wir haben ja auch schon Vorbereitungen getroffen. Scheint sich ja irgendwie zuzuspitzen, die Lage, ja, zu eskalieren gerade. Ja, ja, das ist leider wirklich so zu sehen. Ja, ist Dubai dann das Ziel der Träume? Also ist es auf jeden Fall sicherer als Deutschland? Auf jeden Fall ist es sicherer, in allen Aspekten. Also bis heute ist mir noch kein Vorfall bekannt, wo jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist. Also auch was gerade Frauen angeht? Was Frauen angeht. Also Sicherheit ist gerade für Frauen und Kinder ist zu 100% hier gegeben in Dubai. Und das, obwohl ich jetzt mittlerweile weiß, dass mindestens 85% der Menschen, die hier leben, aus Pakistan, Indien und Bangladesch sind. Ja? Ja, aber sorry, wie erklärst du denn, wir haben ja nun auch starke Migration, um es mal gelinde auszudrücken, in Deutschland. Ja. Wie kommt es denn dann, dass das bei uns dann anders ist als in Dubai? Hast du dafür eine Erklärung? Es ist der Grund, weshalb man in diese Länder geht. Ja? Nach Dubai kommen die Menschen, man kann die hier alle fragen, warum kommt ihr nach Dubai? Die sagen, wir kommen, um zu arbeiten, wir brauchen das Geld für unsere Familien. Und in Deutschland, warum kommen die da? Genau derselbe Grund, nur dort kriegen sie das Geld für quasi fürs Nichtstun. Ja. Erstmal das und das andere ist, die Gerichte gehen sehr milde mit denen, die Straftaten. Ja, sieht man auch immer wieder. Glaubst du, dass, also man darf das ja in Deutschland alles gar nicht mehr so formulieren und so weiter, dass die Art und Weise der Migrationspolitik, man kann ja eigentlich gar nicht mehr von Politik sprechen, sondern von Chaos, ja, dass das dazu führt, dass eben die Situation in Deutschland sich eben auch verschlechtert, gerade was den Sicherheitsaspekt angeht. Wie siehst du das als Migrant? Es trägt dazu bei, ja. Also ich bin ja auch Flüchtling, ja. Meine Eltern sind damals von Pakistan nach Deutschland geflüchtet, um ein besseres Leben für uns zu ermöglichen in Deutschland. Und wir haben uns als ein Teil von Deutschland gesehen, um uns zu benehmen und zu zeigen, hey, wir sind hier, wir wollen arbeiten, wir benehmen uns, wir halten uns an die Regeln hier, wir machen hier keinen Unsinn und wir wollen in Frieden leben, wie auch die Menschen in Deutschland, wie es sich eigentlich gehört, ja, als Gast. Wir sind dazu Gast. Und so mit dem Mindset haben wir dort gelebt. Und wenn ich sehe, wie die anderen da leben, die einfach nur das Ziel haben, Deutschland auszubeuten, einfach nur wie, man kann schon sagen, wie Parasiten, einfach nur nehmen, nehmen, nehmen. Die wollen nur alles haben, aber nichts dafür geben. Das sagst du als Migrant? Ja. Mhm. Sehen das denn die anderen Leute auch so, mit denen du sprichst, die ebenfalls Migrationshintergrund haben? Ja, es kommt darauf an, wo man lebt. Also wenn man wie ich in Ludwigshafen am Rhein lebt, dann ist man tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, man weiß an den Hotspots in der Innenstadt, was da abgeht, dass da immer mit Drogen gehandelt wird, sogar an Spielplätzen.
Und dass da ja die Polizei kaum bis gar nichts dagegen was tut. Ne? Ja, und deshalb bist du jetzt wieder raus aus Deutschland, kann man sagen. Ja, das war auch eines der Gründe, warum ich da raus bin. Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt und ich muss halt zusehen, wo ich mit meiner Familie leben will und wo ich ihr ein gutes Leben ermöglichen kann. Und da ja, sehe ich Deutschland leider nicht mehr. Das ist ja wirklich eine traurige Bilanz. Sehr traurig, sehr traurig. Also am liebsten, wie gesagt, ich würde in Deutschland bleiben, in Deutschland leben. Ich würde, wenn ich jetzt schnipsen könnte, in Deutschland wieder sein. Aber ja. Und du hast ja auch viel Steuern bezahlt. Ja. So Leute wie dich brauchen wir ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also wer kommt rein? Man kann ja sehen, Deutschland so sehen wie ein Fußballteam. Ne? Welche Leute kommen in das Team rein und welche gehen raus? Also wenn ich jetzt sehe, ich als ehemaliger Global Sales Manager, ich will es nicht angeben, aber ich bin raus, ja, ich bin raus aus dem Team. Ja. Weil ich auch gesehen habe, immer mehr Leute kommen da rein, die halt nicht so viel dazu beitragen, das Land zu verbessern. Ne? Schlechtere Leute kommen ins Team rein, das Team allgemein wird schlechter. Das hört sich jetzt hart an, aber ist eben so. Hier in Dubai sieht man, wenn man schaut, wer aus Deutschland hierher kommt. Jetzt zum Beispiel ein guter Freund von mir, der hat einen Pilotenschein gemacht und hat sich hier eine Wohnung in Marina gekauft. Das geht halt auch nur, wenn man so gewissermaßen erfolgreich ist, dass man einfach auswandert nach Dubai. Mhm. Also in Dubai bist du, um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Sonst fliegt man raus. Man muss hier leisten. Das ist halt, in Dubai trifft man auf die Realität. Man ist nicht hier, um einfach nur seine Zeit abzusitzen oder sonstiges. Man ist hier und muss von Tag 1 aus leisten. Das habe ich von Tag 1 aus an gespürt. Egal ob im Job, egal ob in der Selbstständigkeit. Ich hatte Panikattacken, ich hatte schlaflose Nächte. Das ist völlig normal, wenn man von Deutschland aus hierher kommt und merkt so, wow, Arbeitsmentalität. Es gibt kein soziales Netz. Es gibt kein soziales Netz. Man ist zu 100% für sich selbst verantwortlich. Mhm. Ja, also das ist natürlich etwas, das muss man erstmal lernen. Ne? Damit, muss man damit, also mit diesem Risiko auch umzugehen, genau. Umzugehen, ja. Du bist ja in der Erziehungsbranche tätig. Ne? Ja. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Also du sagst auch, also, dass es mit Deutschland bergab geht, liegt irgendwie auch am Schulsystem. Also die Leute werden wohl immer dümmer, hat ja auch PISA gezeigt. Ja, die PISA-Studie hat gezeigt, wo es mit der Schule hingeht, wo es mit den Schülerinnen und Schülern hingeht. Und ich sag mal so, die Jugend, die Kinder, die sind die Zukunft von einem Land. Und das Grundproblem an Deutschland ist, denke ich, auch die Schule an sich. Ne? Weil die Jugendlichen, die verlassen die Schule ohne einen Plan. Egal, ob die Noten gut oder schlecht sind, die verlassen die Schule ohne einen Plan und sind dann verloren. Ja? Die nennen es lost. Sie sind verloren, beginnen einfach irgendein Studium oder irgendeine Ausbildung, merken dann erst darin, oh Mann, das gefällt mir gar nicht, brechen es dann ab, im besten Fall. Oder die ziehen es durch, sind dann in einem Job, der ihnen überhaupt nicht gefällt und dann, ja, landen sie im schlimmsten Fall in Depressionen und quälen sich montags bis freitags zur Arbeit. Ja, dann kommt die Midlife-Crisis und so weiter. Genau. Also das Schulsystem, das ist das, was du eigentlich auch mit am meisten bemängelst. Genau. Man sieht es ja an mir. Ich kam in die Hauptschule. Nach der Grundschule hatte ich eine Gymnasiumempfehlung, dann kam ich auf eine Gesamtschule und nach der siebten Klasse wurden wir aufgeteilt in Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Und ich kam in die Hauptschule, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, in die Schule zu gehen. Ich wusste nicht, wieso ich da hingehe. Ich wusste nicht, was die Toten da sind. Ne? Und wenn wir mal ehrlich sind, ich habe alles, was ich von der Schule hatte, bis auf die Zeugnisse weggeschmissen und die Zeugnisse will keiner sehen. Okay, das ist bei mir genauso. Ja, Ich habe in meinem Leben einmal einer nach dem Abitur gefragt, da habe ich gesagt, nehmen Sie einen, der eins hat, ich finde es nicht. Ja, also da muss man sich echt fragen, für was ist die Schule eigentlich da? Die jungen Menschen verlassen die Schule mit einem sehr geringen Selbstwertgefühl und wenn sie sogar Selbstwert haben, verlieren sie es später, wenn sie dann merken, okay, der Job gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Und wem nützt dieses Schulsystem so? Und da muss man sich fragen, wer stellt das Schulsystem? Und da kommt man schon gut drauf. Ne? Weil, um es übertrieben zu sein, die Leute werden zu Sklaven ausgebildet oder was? Wenn man es knallhart sagen will, dann kann man es so sagen. Also ja. Unselbstständigkeit, Abhängigkeit vom Staat und so weiter. Ja. Nicht selbstständig sein, keine GmbH gründen, nicht an die Börse gehen, nichts mit Aktien machen, alle sogenannten Risiken sein lassen und dann irgendwo in so einem blöden Job, den man bis 60 oder 65 macht. Ja, einfach mündig darauf hören, was die Regierung sagt und schön die Steuern zahlen und die Klappe halten. Ja. Weil um seine eigene Meinung erstmal sich im Kopf klar vorstellen zu können, braucht man Mut. Die dann noch laut zu äußern, da braucht man noch mehr Mut. Wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann geht das gar nicht. Ich habe es an mir gemerkt. Ja, ich bin 30 und erst mit 25 hatte ich erstmal so langsam mehr Selbstvertrauen, weil die ganze Zeit dachte ich bin dumm.
Weil in der Schule hat man so viele Fächer, man kann nicht alles haben, man kann nicht überall gut sein. Man kann nicht Chemiker sein, Biologe, Mathematiker, Politiker. Wenn wir jetzt in der Schule wären, würden wir uns auch echt blöd vorkommen, wenn wir jetzt nicht alle 16 Bundesländer ad hoc auswendig aufsagen könnten. Oder die einzelnen Füße. Ja, kann man ja nachlesen. Na genau, man kann es nachgoogeln. Ja, aber du nimmst die Leute auch ein bisschen an der Hand, das ist auch so ein bisschen dein Job, du bietest so Kurse an oder was, so Selbstfindungskurse, oder wie kann man das nennen? Also, das war ja so, ich habe vor fünf Jahren ist es mittlerweile her, eine alte Deutschlehrerin getroffen aus meiner Hauptschulklasse, da war ich Global Sales Manager und sie hat gesagt, halt mal bitte einen Vortrag in meiner Klasse, motivier mal die Kids. Ich habe es für unsinnig gehalten, aber ich habe es dann getan und das hat die Kids wirklich motiviert. Und es kam so gut an, dass ich dann an mehreren Klassen und dann sogar in ganz Deutschland Vorträge gehalten habe. Vorträge in den Klassen zum Thema Berufsorientierung, warum das so wichtig ist, warum man Praktika machen muss, um so früh wie möglich zu schauen, was sind eure Stärken, also zu den Jugendlichen beizubringen, herauszufinden, was die Stärken sind und in welchen Berufen man diese Stärken einsetzen kann, um eben erfolgreich im Berufsleben zu sein. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Und da habe ich jetzt einen Videokurs dazu erstellt. Videokurs, den verlinken wir gleich mal, ja? Genau. Also an wen, also gleich unter dem Tube, an wen wendet sich dieser Kurs? Oder, also 18-Jährige, 15-Jährige, 20-Jährige, jeden? Also ab der, also ich habe schon Menschen drin, also Kids drin, die sind erst in der 5. Klasse und die performen da ziemlich gut mit dem Kurs. Also die Eltern entscheiden ja, die Eltern können nur den Kurs kaufen für ihre Kinder und die Eltern entscheiden dann, okay, ist es das wert? Die können ja unten auf den Link klicken und sich das Ganze ansehen. Ich habe den Kurs extra so gestellt oder so erstellt, dass man überhaupt nicht verlieren kann. Also das Erste, was die Kids lernen, alles ist praxisnah aufgebaut, wie sie auf ehrliche Weise fair Geld verdienen können, ohne jemanden reinzulegen oder sonstiges, damit der Kurs quasi für umsonst ist. Die ersten 700 Käuferinnen und Käufer bekommen dann auch, nehmen dann auch an einem Gewinnspiel teil, können unter anderem ein iPad gewinnen. Ja, das ist ja alles wunderschön. Also ich meine, es geht darum, den jungen Leuten zu helfen, wie sie Selbstständige ins Leben starten, wenn sie mal 18 sind. Ja. Sich zu erkennen, was will ich eigentlich, genau. Was wünsche ich mir, was sind meine Träume. Ja. Ich habe den Namen gar nicht erwähnt, das ist der Karriere-Kompass-Videokurs. Ne? Also, dass die Kids sich selbst einen Kompass erstellen, eine Richtung haben, okay, da will ich hin. Weil, wie gesagt, ich war damals in der Hauptschule, weil ich keine Richtung hatte. Ich war komplett verloren. Ich wusste nicht, was ich aus mir machen soll. Und als ich aber wusste, durch ein Praktikum, okay, ich will Manager werden, habe ich mich voll angestrengt, Manager zu werden, habe Überstunden gemacht und wusste aber ganz genau, was ich zu tun habe und wurde so zum Global Sales Manager befördert. Sag mal, kannst du so einen Kurs nicht auch für die Ampelpolitiker machen oder für die Politiker in Berlin, dass sie Deutschland wieder auf Vordermann das bringen? Das wäre auch eine gute Idee, aber wie gesagt, die stellen das Schulsystem und das ist wie eine Konkurrenz zur Schule. Ich meine, es gibt ja auch die Schulpflicht, was auch eine komische Sache ist. Man wird gezwungen hinzugehen und man ist gezwungen, sich die Qualität zu geben, die dort einem präsentiert wird. Ja. Ja. Kommen wir nochmal zurück, um den Schlusspunkt zu finden zu Deutschland. Also du siehst da keine Wende zum Besseren aktuell. Im Gegenteil, hast du mir eben verraten? Ja, also vor einigen Monaten haben wir ja schon gesprochen gehabt und was ist seitdem passiert? Ich habe nur Firmenpleiten gesehen und weitere komische Aktionen, die Deutschland schlecht dastehen lassen im internationalen Licht. Und hinzu kommt jetzt noch die drohende Kriegsgefahr, wo man in den Schulen jetzt übrigens Zivilschutzübungen machen muss und so weiter. Also irgendwie sieht es so aus, als wäre für den Krieg gedrillt. Das ist, das ist sogar sehr erschreckend, ja. Ach nein, das war ein tolles Interview. Hoffentlich verkaufst du viele von deinen Kursen. Ist auf jeden Fall sein Geld wert. Der Link ist gleich hier drunter und wir treffen uns auf jeden Fall wieder. Deine Kommentare sind einfach Gold wert. Okay, danke. Danke für die Einladung.